Somit begrüße ich euch zurück zu The Last of Us 2. Wir sind hier gerade stehen geblieben, mitten im Getummel, deswegen noch der Pausebildschirm. Auf geht's. Auf geht's. Okay, wohin? Wo kommen die denn alle? Wo kommen die denn? Wir sind hier mit Joel und Tommy, by the way. Okay, hinter mir, ich dachte, das ist Joel. Alter. Man muss sie aber auch echt gut treffen. Oh, wow. Wo ist ein Klicker? Das... Kein Klicker? Da ist der Klicker und ich bin wieder dead. Ich bin dead. Nein, ich bin nicht dead. Ich lebe noch mit einem Schuss. Ein Schuss. Haben wir es jetzt? Ja, ich auch. Wie laden wir nochmal nach? Wie lädt man nochmal nach? Oh, der Joel, der hilft mal. Ach du Scheiß, ich bin gleich down. Okay, ich bin down. Ich komme mit der Steuerung nicht so ganz klar. Ich komme mit der Steuerung echt noch nicht ganz klar. Ich weiß nicht, wie ich nachlade. Ich habe vergessen, wie ich nachlade. Und ich habe vergessen... Okay, Klicker ist weg. Wie lade ich schon mal nach? Ah, okay, da lade ich nach, okay. Okay, das hat schon mal ganz gut funktioniert jetzt. Joel, oh Gott, wo kommt der denn? Hau ihn kaputt. Und die drin direkt hinterher. Okay, gut. Aber ich glaube, er hat's gleich, er hat's gleich, er hat's gleich, er hat's gleich. Heilige Scheiße. Oh oh, keinen Schutz mehr. Oh oh. Ja, geht nicht. Ja, 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 ja. Ich komm. Oh Gott, ich bin fast down. Oh Gott. Okay, Joel ist auch da. Gut, boah. Ja, 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 ja. Ach du Scheiße, überall. Ach du Kacke. Hey, ich bin Tommy. Das ist Joel. Wie heißt du? Abby. Abby, alles okay? Ja. Das wird nicht halten. Wir müssen zurück. Wir kommen niemals bis nach Jackson. Verbarrikadieren wir die Tür. Tommy, wir bleiben nicht hier. Die Pferde schaffen es nicht mehr so weit. Meine Freunde sind in einem Haus nördlich von hier. Es ist eingezäunt. Die Umgebung ist gesichert. Das Baldwin-Haus. Könnte klappen. Okay. Ich mach die Tür auf. Okay. Du reitest mit mir. Komm. Komm. Oh, ach, das sind die Pferde drin. Lol. Was ist damit? Als ich 12 war, habe ich ein Skateboard gefunden. Oh oh. Und als ich aufsteigen wollte, ist es mir unter den Füßen weggeflutscht. Warte, wo kommt die Narbe her? Ich fiel auf mein Messer. Okay. Die Verätzung. Das war ich selbst. Wieso? Um ein Biss zu verdecken. Genau hier.
Ein Infizierter fiel mich an, als ich 14 war. Und es kam raus, dass ich immun bin. Die Wunde heilte, aber mit Zahnabdrücken und Blasen und... Au! Hör der Kuh. Hey! Ich hab dir eine wahre Geschichte erzählt. Das war eine wahre Geschichte. Oh, soll ich dich mal beißen? Hast du das gehört? Jesse? Oh, bleib einfach da, okay? Alles okay? Kannst du bitte warten? Was? Jetzt dreh dich um! Was soll der Wollt Scheiß? Wollt ihr mich verarschen? Ihr solltet auf Patrouille sein. Draußen tobt ein Schneesturm. Ist das Gras? Warum bist du hier? Die Leute zählen auf euch, kapiert ihr das? Ihr habt eine Aufgabe. Und warum bist du nicht beim verdammten Posten? Weil Tommy und Joel nicht aufgetaucht sind. Was meinst du? Wir haben eine ganze Stunde gewartet. Ich habe sie gesucht und dann das Licht gesehen. Vielleicht sind sie in die Stadt zurück. Ohne für Ersatz zu sorgen, niemals. Wie viel von ihrem Gebiet hast du abgesucht? Nicht viel. Wir teilen uns auf. Übernehmen verschiedene Seiten. Wir können in ein paar Stunden alles sichern. Alleine? Nein, wir wissen nicht, was da draußen ist. Eben. Was, wenn sie Hilfe brauchen? Okay, ich gehe nach Westen, Dina nach Süden und du kommst von Osten. Aber seid vorsichtig, ja? Ja. Angst gemacht. Scheiße. Wie geht's euch so? Ganz gut. Danke. Ja. Hast du kurz Zeit für mich? Sollen wir die Sattel ablegen? Nein, nein, nicht nötig. Wir wollen hier nur den Sturm aus. Habt ihr Bürsten, ein Handtuch oder sowas? Du hattest ein Riesenglück. Wenn du wüsstest. Hab gehört, ihr habt Strom hier. Wo zur Hölle warst du? Auf dem Dach sind Solarkollektoren. Und wer sind diese Leute? Wie lange seid ihr schon hier? Seit gestern. Gestern? Yep. Was macht ihr hier draußen? Wir sind auf der Durchreise. Wohnt ihr zwei hier in der Nähe? Oh ja, ein paar Häuser weiter unten. Ihr solltet mit uns kommen, eure Vorräte auffüllen. Das ist nett. Übrigens, ich bin Mel. Tommy, das ist mein Bruder. Joel. Scheint, ihr hättet schon von uns gehört. Das haben sie auch. Nora, alles klar? Er ist K.O. Drückt ihn an die Wand. Tommy! Lasst mich! Puta madre. Joel. Mel. Wer bist du? Rate mal. Nun
sag schon deine einstudierte Rede auf. Bringen wir es hinter uns. Bind jetzt sein Bein ab. Na los! Ja, keine Bewegung. Verdammt! Weg da! Ich will die umbringen. Alle. Alle möchte ich die umbringen. Alle. Bitte, Abby. Bitte, Ellie. Bitte. Lass mich sie alle umbringen. Joe! Tommy! Bitte, lass mich sie alle umbringen. Joe! Okay, da komme ich nicht hin. Alter, was für eine... Wisst ihr was? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte bei Twitter... Hatte ich einen Beitrag gesehen, gelesen, so ein Twitter-Post halt, dass Abby ein bisschen Abwechslung reinbringt. Ich muss sagen, ich will die einfach nur umbringen. Ich will sie töten. Ich möchte sie abknallen. So richtig hart abknallen. Komm ich hier rein? Bitte, Ellie, bitte mach es. Bitte bring die einfach um. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist, es alleine zu machen, aber... Oh, hier ist sogar auf. Das ist ja dumm. Oh, das war hier eigentlich. Ich guck mich jetzt hier auch nicht groß um oder so. Warum schiebt niemand draußen Wache? Ihr dacht nicht, dass hier jemand aufkommt. Was habt ihr bitte erwartet? Wir müssen hier raus, bevor noch die ganze Stadt antanzt. Das war's mit dir. Wir wollen dasselbe, stimmt's? Töte ihn. Jetzt. Joe, steh auf. Steh verdammt nochmal auf. Hört bitte auf! Bitte tu das nicht! Joe, bitte steh auf! Nein! Schmoll in der Hölle!
Ich bringe euch um! Nein! Nein! Ich bringe euch um! Kann ich mich setzen? Ja. Marie will sicherstellen, dass du isst. Sie kann uns nicht aufhalten. Bei den Leuten, die wir bräuchten, um das durchzuziehen, wäre Jackson lange wehrlos. Sie sollen also damit davonkommen? Das will niemand. Ja, aber genau das wird passieren. Und wenn wir wieder auf Jäger treffen? Ist das deine Sorge oder ihre? Die Sorge ist berechtigt. Wenn es um uns ginge, wäre Joel schon längst auf dem Weg nach Seattle. Wäre er nicht. Verdammt, auf jeden Fall wäre das. Wir wissen doch noch nicht mal, ob sie aus Seattle sind. Washington Liberation Front. Genau das stand doch auf ihren Aufnähern. Und wenn die Jacken gestohlen waren? Das ist... Was, wenn sie längst nicht mehr dort sind? Was soll der Scheiß? Weißt du was? Ich gehe morgen los. Und wenn du mitkommen willst, gut. Du hast keine Ahnung, was dich dort erwartet. Du weißt nicht, wie groß die Gruppe ist. Wie stark? Ist mir egal. Du kannst mich nicht umstimmen. Gib mir einen Tag. Ich rede mit Maria. Okay? Sie muss einfach ein paar Leute abstellen. Und wenn das nicht klappt? Tja, dann werde ich mir was überlegen. Ein Tag. Bitte. Gut.
Ich möchte zu seinem Haus, bevor wir gehen. Um etwas von dort mitzunehmen. Wo ist das Grab hin? Hä? Stand man nicht noch gerade am Grab? Wo ist das Grab hin? Ich will wieder zum Grab. Ach, da ist das Grab, ne? Das ist das Grab, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, es berührt mich schon sehr. Ich konnte nicht zu den Pferden. Anscheinend hat Tommy eins genommen. Jetzt hat Maria die Stelle abschließen lassen. Scheiß Tommy. Unterwegs fällt uns schon noch was ein. Ein Auto oder ein Pferd oder so. Okay. Das macht den Weg nach Seattle schwieriger. Dann wird's eben schwieriger. Du kannst es dir noch überlegen, weißt du? Ich weiß. Ich möchte nur nicht, dass du dich verpflichtet fühlst. Ich bin in dem Part jetzt hier. Ich will sie töten. Ich will sie töten. Ich hoffe, Ellie schafft das. Ich hoffe es. Das ist das Einzige, was ich dazu sage. Ich will die umbringen. Alle. Samt. Ist mir scheißegal, welchen Grund die haben. Ja, anscheinend hatte sie ja irgendeinen Grund. Irgendwas. Was Joel wohl im ersten Teil gemacht hat. Ich kann mich da auch nicht an irgendwas erinnern. Gerade ehrlich gesagt, ob er da eigentlich nicht. Eigentlich war der immer derjenige, der gutherzig war. Zu jedem. Man hat es jetzt gerade wieder gesehen. Der hat die blind vertraut. Sonst hätte die verrecken lassen können. Ohne Scheiß. Er hätte die einfach verrecken lassen können. Also ich wusste, ich habe mir schon gedacht, dass einer von denen stirbt und dass Ellie die Hauptperson ist, ist klar. Also es war mehr oder weniger logisch. Aber ich wusste nicht wie, wann und so früh. Ich hätte gerne nochmal Joel gespielt, aber ich schätze, das haben die mit Absicht nicht gemacht. Weil Joel war im ersten Teil mein Lieblingscharakter. Ja, ich will die umbringen. Das ist alles, was ich sage. Ich will die alle umbringen. Also die im Spiel, ne? Nicht, dass ihr jetzt was falsch versteht.